So, willkommen zurück zu Amnesia the Dark Descent. Nein, natürlich nicht, sondern benutzerdefinierte Stories. Ich muss einen kleinen Test machen, deswegen spielen wir jetzt Event Horizon. Get ready for the great adventure. The full version is out. Oh, schön. Ich freue mich. Okay, schön. Wir wachen im Dunkeln auf. Denn wir wissen, Event Horizon spielt in einem Wald. Super. Das ist, wo bin ich? Tschüss, Map. Gut, so, wir nehmen die Laterne auf. Oh, hübsch, das Loch ist hübsch. Ah. So, nochmal, wir nehmen die Laterne auf. Okay, kann ich jetzt ins Haus rein? Ah nein, es ist nur aufgemalt, das Haus. Wo muss ich überhaupt hin? Hä? Ah. Gut. Ich fühle mich schon direkt in die Welt von Event Horizon reinversetzt. Sofort, also als würde ich den Film sehen. Yo, genau. Wir gehen erstmal da entlang. Lass mich doch in Ruhe. Leck mich. Ha. Na? Arschbacken hier. Kann ich mich mal am Arsch lecken. Wo soll ich hin? Kackbratzen. Mach mal Platz hier. Hopp. Komm mal ran auf den Meter. So. Easy. Das war einfach. Ah, das ist doch Charakter XY aus Event Horizon. Doch. Ich fühle mich sofort daran erinnert. Ah, wir konnten durch Wände durchschauen, wie im Film. Oh, genial. Ich fühlte auch diese Weltraumatmosphäre, die hier drüber kommt. Herrlich, genial. Einfach nur... genial. Glitschende Wände, das ist... Technologie hoch... Hoch eine Milliarden. Komm schon. Auf mit der Tür. Was haben wir denn da? Kleiderschränke. Wie im Film. Was zum... Oh, lass den Schrank in Ruhe. Der war teuer. Geh auf, du blöde Tür. Aus. Okay. Nicht aufgeben. Okay. Ich habe keine Ahnung, was ich hier gerade mache eigentlich. Hä? Okay. Normal. Normal, Alter. Digi. Hallo? Aha, ich nehme die hohle Nadel und... Da, das war einfach. Noch mehr glitschende Wände. Schön. Mich so gut reinversetzen in diese Welt dadurch. Ja, das ist die typische Raumschiff-Atmosphäre, die Event Horizon einbietet. Gut, ich guck mich erstmal hier um.
Hallo? Hallo? Gut, hier ist nichts Interessantes. Dann gehe ich wieder. Das war der Raum des Todes. Und hier gibt's... Ja. Ist das ein Kopf? Wieso ist da ein Kopf im Kleiderschrank? Ich frage einfach nicht. Das Spiel weiß am besten, was das Spiel will. Wow, ein Haufen Stuff, den wir mit Sicherheit benötigen werden. Oh, schön, ich kann einfach unter der Treppe durchlaufen. Das macht's mir einfach. So. Ich hab immer wieder kurz mal Frame-Einbrüche, aber ich weiß auch schon circa, wie ich die im Griff bekommen werde, denke ich. Ich weiß, was mir von mir verlangt ist. Okay, das ist so rein spielerisch gesehen, ist diese Custom Story eigentlich sogar noch, sag ich mal, okay. Aber falls es einer noch nicht gemerkt hat, es hat halt nichts mit Event Horizon zu tun. Gar nichts. Es heißt halt so, weil Baum. Warum habe ich so viel Stuff? Jetzt kriege ich noch mehr Öl, weil... Warum sind ja Löcher in den Böden und... Okay, erstmal alles wegwerfen. Erstmal alles beiseite werfen. Schreibtische, wie in Event Horizon. Vor allem aus Holz. Weil Holz so ein abgespacedes Material ist. Was war denn da? Ist da vielleicht nur kein Kuchen drin? Schade. Gut, dann... Können wir nochmal? Wow. Die Tür hat's eilig. Ist so gut. Ganz ruhig, Tür. Das sieht mir nicht so ganz richtig aus, aber okay. Kann ich nochmal? Nö. Jetzt kann ich meine hohle Nadel nicht mehr benutzen. Oh Mist. Ab der Stelle war auch so eine hohle Nadel. Yikes! Oh. Ah. Was zum... Dieser Gegenstand kann hier nicht verwendet werden. Aber hier. Ja, das ist eindeutig der Maschinenraum. Doch, eindeutig. Noch mehr Öl. Und Laudanum auch noch. Wird's uns jetzt schlecht gehen, dann... Wow. Aggressive Tür. Wird's uns jetzt schlecht gehen, dann müsste ich es jetzt auch einsetzen. Finally the man left now. I have this mansion to myself. Mansion? Event Horizon? Raumschiff? Now I can get over my head. Hey, Fischer. Ja. Ich frage mich gerade, ob die Person jeweils den Film auch gesehen hat.
Gut, vielleicht ist es auch so eine Art Vorgeschichte oder soll so eine Art Vorgeschichte sein, aber. My days are done. Something won't explain. Ja, genau. Arschloch. Ha! Ausgetrickst! Ich bin so gut. Das wollte ich jetzt nicht. Kann er nicht eigentlich Türen einhauen? Eigentlich schon. Vielleicht habe ich ihn jetzt. Vielleicht bin ich ihn jetzt perfekt umgangen. Oh, es geht weiter. Super. Geil. Ich weiß zwar nicht, wo ich hingehe, aber es geht weiter. Bedrohliche Musik. Da oben geht's auch wieder weiter. Hä? Und es geht sogar. Ich frage mich gerade, was das Spiel von mir will. Hä? Ich verstehe, dass es ein Spiel ist, das ganz besondere Bedürfnisse hat. Aber. Hä? Was? Also hier oben scheine ich falsch zu sein. Oder ist es nur... Ich komme nicht mehr zurück. Gut, dann... Dann halt nicht. Ah. Ich scheine hier oben sogar... Noch ein Maschinenraum. Mensch, gleich zwei Maschinenräume. Dieses Schloss, das ist gut ausgerüstet. Das sieht mir nach der Tür zum Maschinenraum aus. Ah, nur so ein bisschen. Oh, gar keine repetitiven Texturen. Nö, nö. Gar nicht. Agrippa. Was machst du denn hier, alte Sau? I found what I have to know. Grüße dich, Agrippa, Alter. Diesmal gucke ich jetzt mal, was noch in den anderen Türen ist. Gut, die Tür geht wohl nicht auf. Gut, gut. Ah ja, Creeper. Tschüss, Herr Creeper. Ich gehe mal durch diese schwebende Tür. Oh, ich bin wieder im Wald. Und jetzt? Good job, you made it back. At this is the end. Tell me what you liked. Ja. Gut. Was soll ich dazu jetzt sagen, außer... Wow. Ja. Man muss sich schon viel Mühe geben, um so einen Haufen Scheiße zu fabrizieren. Ich meine, wenn ich hier so guck, wie er so auf die Bäume hochklettert. Oder das beste Beispiel ist, wie er... ins Nirvana fallen kann. Es ist vielleicht so ein Zeichen, dass die Story nicht ganz so gut ist. Eventuell? Was schreiben wir denn jetzt wieder?
Ich könnte sagen, es ist verbesserungsfähig, aber selbst verbesserungsfähig wäre große Menge Öl. Öl. Selbst verbesserungsfähig wäre noch nett gesagt. Map löschen, komplett neu anfangen und vielleicht dann auch gucken, dass man texturentechnisch etc. auch, ja, sich in der richtigen Welt befindet. Denn so ist das, ja. 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 Spannend. Grüße von eurem Zero.